So, damit hallo und herzlich willkommen zum ersten Rennspiel-Kommentary hier auf LP5. Ja, da andere Commentator, zum Beispiel MW3 und sowas im Hintergrund haben, habe ich mir gedacht, zu mir passen besser Rennspiele. Und komm, dann machst du auch deine Commentary-Serie zu. Im Hintergrund seht ihr den Gameplay von Forza Motorsport 3 auf der Xbox. Zwei Runden auf Laguna Seca mit dem Audi A4 DTM Touring Car. Und, ja, als ich das gezockt habe, die Runde, habe ich mir mal gedacht, komm, das Thema, was du mal anschneiden könntest, wäre die KI in Rennspielen. Was muss die KI haben, damit sie mir und auch vielleicht euch, ich weiß ja nicht, was ihr für Ansprüche habt, Spaß macht. Und die aus Forza 3 macht mir gerade übelst viel Spaß. Ich suchte kein Rennspiel aktuell so sehr wie das. Das liegt einfach daran, die Gegner fahren Kampflinien, wenn man überholen will. Wenn man reinzieht, dann machen sie auch gerne mal zu. Kann also passieren, dass es Unfälle oder öfters gibt. Ich wurde noch nie in einem Rennspiel so oft rumgedreht, weil ich reingezogen bin. Die Gegner haben einfach nicht zurückgesteckt, die sind da geblieben. Das soll nicht heißen, sie sind blöd. Nein, das ist kein Stück. Also die kämpfen hier wirklich auf den letzten Millimeter und wenn es halt nicht mehr geht, ziehen sie auch mal zurück. Ich habe nämlich da mal mit Gran Turismo 5 verglichen, weil ich das ja auch habe. Ich habe eine PS3 und Gran Turismo 5. So, da kann man ja so ein bisschen Simulationen untereinander vergleichen. Was ist so die KI untereinander? Und man muss ja sagen, bei Gran Turismo 5 bremsen sie viel zu früh, stecken leider ein, also sie ziehen zurück, wenn man reinzieht. Oder sonstiges, sie fighten nicht um ihren Platz, das stört mich leider ein bisschen. Und bei Forza Motorsport 3 seht ihr hier, die drängt mich noch auf den letzten Meter ab, weil er einfach nicht will, dass ich vorbei will. Ich muss jetzt mal kurz nach der Kurve achten, hier die Honda in dem grünen Auto. Haut mir jetzt gleich voll die Karre rein, weil ich hier ein bisschen quer rausgeschaut habe. Bam, zieht er mal kurz rüber und drängt mich ab. Das liegt nämlich daran, weil er nicht mehr der Beschleunigung klar kam. Die Honda ist auch so ein bisschen quer gegangen. Und diese KI gefällt mir richtig gut. Es gibt noch welche, wo es ein bisschen härter ist von der KI her. Zum Beispiel gibt es Beispiel Shift 2 Unleashed. Ein Need for Speed Teil. Da ist die KI wirklich knallaufhart. Da halt sie wirklich mal rein und da sind die Rennen wirklich arschschwer manchmal. Weil die Gegner da halt mal wie die letzten Assis fahren. Hier ist es so hart an der Grenze. Ich wurde hier schon oft genug rumgedreht, als dass es mich geraged hat. Aber zum Glück kann man hier zurückspulen. So gefällt mir die KI richtig gut im Forza Motorsport 3. Aus dem Grund spiele ich diese Rennspiele sehr gerne, weil ich eine KI habe, die mich fordert, wo ich richtig Bock habe, gegen die zu fahren. Weil, sagen wir mal so, die bringt mich dazu, ein bisschen taktischer zu fahren. Bei Gran Turismo 5 kannst du stur deine Linie durchhalten. Die Gegner machen Platz. Da musst du dir keine Sorgen machen. Und da kann jetzt keiner sagen, du Gran Turismo 5 spielst. Und ich spiele das Spiel auch sehr gerne. Ich habe gegen das Spiel gar nichts. Kann mir keiner sagen, oh, die KI ist Bombe. Nein, das ist sie leider Gottes nicht. Die ist wirklich strunzdoof an manchen Stellen. Und hier faltet man richtig. Und ihr seht auch, der Audi hat Macken. Und es gibt auch ein Schadensmodell, was eben auch schön ist. Und ich liebe es halt, wenn ich mit den Gegnern kämpfen muss um meinen Platz. Wenn die nicht einfach zurückstecken und sagen, hier hast du ihn, dann kannst du ihn behalten. Hier denke ich mir, ja, ich muss darum kämpfen. Bei Gran Turismo gibt es manchmal Rennen 5 Runden. Ja, da fährst du einfach kurz die Rennen zu Ende und dann hast du den ersten Platz, weil die Gegner eh nichts machen. So, das war das erste Gameplay, erste Commentary zu Rennspielen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bitte schreibt mir in eure Kommentare eure Meinung zur KI in Rennspielen. Wie wollt ihr sie haben, damit ihr richtig Bock habt? Ich bin Evelyn 5. Haut rein. Bis dann. Ciao.